Ja, hallo meine lieben Zuseher. Es gibt immer wieder so kleine Vorsichtsmaßnahmen, welche ich mir angewöhnt habe und die Leben retten können oder auch vor großem körperlichen Schaden. Ganz speziell im Gehirn oder eben auch im Herzbereich. Ja, hallo meine lieben GeoLeben TV Zuseher. Schön, dass Sie heute hier mit dabei seid. Ja, die extrem wichtigen Informationen kommen wie immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Geo. Ja, so oft sind es eben diese Kleinigkeiten, die man eben tun kann, die dann so richtig große Wirkung haben. Und ich würde nicht darüber schreiben, wenn ich diese Wirkung nicht auch schon selbst in irgendeiner Form an mir erlebt hätte. Ja, in meinem Leben gab es auch immer wieder Zeiten, wo ich nicht so wirklich auf mich geschaut habe, weil es zu diesen Zeiten einfach auch massiv stressig war. Beruflich war es dann auch manchmal stressig, weil ich auch immer wieder mal Angst vor Jobverlust hatte, begründet oder eben auch nicht. Und teilweise habe ich das Ganze dann noch mit noch mehr Arbeiten versucht zu kompensieren und das dann auch meist am PC. So nebenbei habe ich dann auch noch meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ja, war dann zusätzlich natürlich auch, wie so alle anderen auch, vielen Elektromagnetstrahlen ausgesetzt, was sich ja nicht wirklich verringert hat in den letzten Jahren und dazwischen natürlich auch immer wieder viel zu wenig Ruhezeiten. Also meine Zuseher, diese Belastungen sind einem in der Situation oft gar nicht so wirklich bewusst, denn man macht das Ganze ja eigentlich um Stress abzubauen, ja, indem man mehr arbeitet, wenn der Job in Gefahr ist oder man seine Selbstständigkeit aufbauen möchte, indem man ungesund ist, weil der Körper ja bei diesen hohen Belastungen nach schneller Energie förmlich schreit. Ja, und so ist man dann in so einem Kreis gefangen, der dafür sorgt, dass sich immer mehr und immer mehr an freien Radikalen im Körper verbreiten und austoben, die da ja entstehen, die dann massive Stressreaktionen im Körper eben auslösen und dann eben auch für massive Übersäuerung in bestimmten Körperbereichen sorgen. Und so kommen wir nun zum Hauptthema dieses Videos. Was hat das Ganze nun mit Schlaganfall und Herzinfarkt zu tun? Die gängige Meinung ist ja, dass zum Beispiel bei Schlaganfall zu 85% eine Verstopfung von gewissen Gehirnarterien schuld daran ist, die dann eben zur Mangelversorgung führt, welche dann so die typischen Schlaganfallsymptome eben auslöst. Zu 15%, so die gängige Meinung, kann die Ursache eines Schlaganfalls durch eine Gehirnblutung ausgeübt werden. Tatsächlich, und das ist jetzt nicht die gängige Meinung, werden 85% der Schlaganfälle durch eine Säurekatastrophe im Gehirnbereich ausgelöst. Und durch diese massive Übersäuerung in diesem Bereich kommt es zu einer Erythrozytenstarre, was jetzt heißt, dass eben durch die massive Übersäuerung die roten Blutkörperchen ihre Flexibilität verlieren, bis sie eben die Blutkapillaren nicht mehr passieren können. Was ganz einfach dann eben zur Folge hat, dass die betroffenen Zellen keinen Sauerstoff mehr bekommen, denn die roten Blutkörperchen eben normalerweise dahin liefern. Um jetzt zumindest mal einen Notbetrieb in der Zelle leisten zu können, stellt nun die Zelle vom Sauerstoffwechsel auf den sogenannten Gärungsstoffwechsel um. Wir haben eben nun das Problem, dass eben ein sogenannter Notbetrieb in der Zelle auf unterster Ebene abläuft und die nächsten Belastungen eben dann einen Schlaganfall auslösen können. Und wenn eben auch ein geplatztes Äderchen, sprich Blutgerinnsel, schon im Gehirn ursächlich ist, so führt dann doch wieder die sogenannte Übersäuerung oder Azidose in diesem Bereich eben dazu, dass eben die Zelle von Sauerstoff auf Gärungsbetrieb umstellt und somit wiederum eben zur Erythrozytenstarre und zum möglichen Schlaganfall führt. Auch beim Thema
Herzinfarkt haben wir ein ähnliches Problem. Auch hier kommt es vorwiegend zu Stoffwechselentgleisungen, ja, ausgelöst wiederum durch eine plötzliche auftretende massive Übersäuerung, und die betroffenen Stellen schalten ebenso von Sauerstoffwechsel auf Gärungsstoffwechsel um, und so kann die nächste Belastung und auch erhöhter Blutdruck einen Herzinfarkt auslösen. Dass in den Infarktgebieten dann gelegentlich auch ein Verschluss gefunden wird, ist eben dann hauptsächlich das Ergebnis der Übersäuerung und eben der auftretenden Stoffwechselentgleisung. Ja, bei einem relativ geringen Teil ist ein Gefäßverschluss für einen Herzinfarkt dann eben auch zuständig. Also meine lieben Zuseher, die gute Nachricht ist nun, dass wir hier etwas ganz Einfaches, ganz Massives tun können. Ja? Und das geht ja. Hier ein kleines Mittelchen oder hier geringer Aufwand für extrem hohe Wirkung. Ja? Man kann hier ganz einfach leichte Abhilfe verschaffen, indem man eben Natron in sein Leben lässt. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe ja hier einen 5 Kilo Eimer zu Hause, weil ich eben auch sehr, sehr viel brauche und es einfach auch wesentlich günstiger ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Natron in kleineren Dosen sich zu besorgen. Da gibt es auch das allbekannte Kaisernatron. Wenn ihr das findet, dann werde ich das da irgendwo einblenden, damit man das auch schön sieht. Auch in Tablettenform, was grundsätzlich auch für gewisse Situationen einfach besser ist. Ja. Aber wie gesagt, ich besorge mir eben immer einen 5 Kilo Kübel. Der ist relativ günstig. Ich glaube, das kostet um die 20 Euro. Weiß jetzt nicht mehr, 20 Euro vielleicht herum. Und da kommt man schon eine Zeit lang aus. Man kann es ja grundsätzlich auch für was anderes verwenden, aber das in anderen Videos. Ja, also man ist gut getan dabei, wenn man Natron einfach mal in sein Leben lässt und genau dieses Natriumhydrogencarbonat, wie es dann ganz richtig eben heißt, welches eben sehr, sehr schnell dafür sorgt, dass man von einer Übersäuerung in den basischen alkalischen Bereich wieder kommt. Ja, das bedeutet, wenn jemand jetzt wirklich im Herzbereich, Gehirnbereich hier wirklich eine sehr massive auftretende Übersäuerung plötzlich hat, ja, und es hier eben zu den sogenannten vorher beschriebenen Komplikationen kommt, dann kann man das mit einer Natriumgabe einfach sehr schnell wieder auflösen. Ja. Wenn es einen selber betrifft, ja, oder generell jetzt mal, ja, ich nehme ja Natron ziemlich regelmäßig und gerade dann, wenn ich weiß, dass ich eben auch viel Sport mache oder wenn ich gerade was vorhabe, ja, oder vielleicht eben mal auch säurefördernde Nahrung zu mir nehmen, das kommt ja auch immer wieder mal vor, wenn ich beruflich eben wieder auch besonders viel Stress habe und viel vor dem PC sitzen muss, ja, ergreife ich verstärkt eben zu Natron, nehme es vorher schon oder eben dann auch in der Situation. Und löse dann, das zeige ich euch, ja, so wie ich das mache, ich löse dann, ja, hier einen, sagen wir jetzt, schauen wir mal, na, so, puh, ja, so einen Kaffeelöffel, den löse ich auf. Ja, für diejenigen, die damit anfangen, sage ich mal, nehmt mal einfach nur ein halbes Löffelchen, ja, und sich einfach mal auch ein bisschen rantasten an das Ganze. Und das Ganze löse ich dann normalerweise mit 60 Grad Minimum heißem Wasser auf. Da fülle ich aber nicht alles voll. Es geht nur darum, dass sich hier das Natron auflöst, ja, und später oder nachher, nach 10 Sekunden circa, gebe ich dann noch kälteres Wasser hinzu, somit man es dann auch trinken kann. Genau, so circa 200 Milliliter Wasser auf diesen für mich gehäuften Kaffeelöffel. Wie gesagt, vor Beginner ist es besser, ein bisschen weniger zu nehmen. Also so würde ich machen, meine lieben Freunde. Ich muss da auch immer wieder fleißig disclaimen. Ich tue da gar nichts raten. Ich sage nicht, was du tun sollst. Ich zeige euch immer nur, wie es ich mache. Und das bitte dann, wenn ihr das gesehen habt, in absoluter Selbstverantwortung einfach auch machen, wenn das wer tun möchte. Aber wie gesagt, ich zeige euch, wie es ich mache. Ja, und wenn jemand krank ist oder wenn irgendwas ist, ja, dann natürlich eben auch den Arzt oder
eben auch den Heilpraktiker seines ganz heillichen Vertrauens aufsuchen. Das ist, wie gesagt, alles eure eigene Verantwortung. Und dann trinkt man das Ganze halt und das nicht dann so über den Tag. Es kommt darauf an, wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich heute noch eine körperliche Belastung mache, dann tue ich das meistens kurz davor. Ja? In dem Falle trinke ich jetzt einfach nur probeweise, damit ihr auch seht, dass ich selber das Ganze auch trinke. Und ja, sonst trinke dann meistens das vor der Belastung, ja, und nehme aber auch immer ein bisschen an Natron mit. Erstens einmal, um im Bedarfsfall mich selbst zu versorgen. Ich weiß mittlerweile, wie es sich anfühlt, wenn hier vielleicht ich übersäuert bin. Ja, das macht sich bereit, man fühlt sich ein bisschen anders. Ich habe auch Situationen gehabt und darum habe ich auch gesagt, ich sage nichts, was ich nicht selber schon ausprobiert habe, wo ich plötzlich da gestanden bin und nicht mehr gewusst habe, ja, wie das oder das jetzt heißt. Also da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht, aber Gott sei Dank wusste ich noch, was ich tun soll und habe Natron genommen. Zusätzlich nehme ich auch OPC, aber das sowieso jeden Tag und es war in einer 2 Minuten wieder vorbei. Also ich weiß, das Ganze wirkt. Sehr viele Symptomatiken, die wir haben, haben mit Übersäuerung zu tun. Und wie gesagt, in dem Fall kannst du Herzinfarkte bzw. Schlaganfallpatienten oder dich selber irgendwie da auch retten. Ja, hier gibt es Belege, dass Menschen, denen, also die einen Schlaganfall hatten, denen man sofort Natron gegeben hat, hier überhaupt keine Schäden davon getragen haben und sich sehr, sehr schnell wieder regeneriert haben. Also hier kann man Leben retten. Und wie gesagt, ich habe immer, wenn ich unterwegs bin, in meiner Arbeitstasche, im Auto, habe ich Natron dabei. Sollte es mal sein, dass man wo dazukommt, da das Gefühl hat, der hat einen Schlaganfall gehabt oder ähnliches, dann kann man den Menschen das geben, unter die Zunge einfach hinein. Da sind jetzt die Tabletten besser, die man von Kaisernatron bekommt. Dann gibt man so 2, 3 Tabletten unter die Zunge, auch wenn die Menschen nicht ansprechbar sind. Dann kann sich das auflösen und über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf gelangen und dann zu den Stellen, wo es eben notwendig ist. Ich habe immer wieder Kollegen in Situationen eben Natron gegeben, wenn sie mir gesagt haben, ich fühle mich nicht gut, das ist irgendwie so komisch halt und die Augen, es ist alles so. Und dann habe ich gesagt, okay, nimmst du ein bisschen Natron und es wird besser. Ja, meine lieben Freunde, das war es auch schon wieder. Leben retten mit Natron, Herzschlag, Herzinfarkt, Gehirninfarkt, Schlaganfall vermeiden oder eben in akuten Situationen geben, um wirklich Gröberes zu vermeiden. In dem Sinne echt ein Minimalaufwand, total günstig, hin und wieder machen und man kann wirklich Leben, sein eigenes oder das Leben anderer retten. In dem Sinne, Daumen hoch, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schaut auf meine Homepage, bewusst gesund bei Geo. Da unterstützt er mich auch ein bisschen, wenn sie immer wieder mal ein bisschen was über meine Seiten bestellt. In dem Sinne, alles, alles Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo. So, und jetzt trinken wir noch einen Schluck.